Ja Leute, und willkommen zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Beim letzten Mal wurden wir vom Nova Corps eingesammelt. Wie gesagt, wenn du dem Captain einfach nur mitteilst, ja, dass ich... Mom hat ausdrücklich gesagt, sie will dich nicht weiter sehen. Weiter geht es. Moment, hat sie gerade Mom gesagt? Nein, passen das mit dem Mom nicht da. So. Hey Kleine, bist du da? Nova Mädchen! Ja. Ich glaub schon. Ich schau nur kurz, ob ich... Halt durch! Hätte ich... Durch meine... So. Cadet Goth, richtig? Nikki. Hey, Nick, freut mich, dich kennenzulernen. Okay, Nikki, wir machen jetzt Folgendes. Du springst, packst meine Beine und dann kletterst du an mir hoch. Das klingt nicht nach... Vertrau mir, Kleine. Wir schaffen das. Siehst du? Oh. Ist doch wie Kinderspiel. Und drauf. Okay. Jawohl. Das war ziemlich aufregend. Danke. Mom wäre enttäuscht, wenn ich meinen ersten Häftling verloren hätte. Deine Mom? Komm schon, wir müssen hier weg. Um die Ecke ist eine Schutztür. Wow. Dort sind wir sicher. Mit dem Quicktime-Event hätte ich jetzt, nicht gerechnet. Bereit? Gemeinsam. Auf 3, 2, 1. Los! Okay. Wir müssen weiter. Hier lang. Kadett Nikki? Wow, ich wusste, dass mit dem Kirchenschiff was nicht stimmt. Wer angelt auf einem Schrottplatz nach Gott? Oh Mann, das ist schlecht. Ich hoffe nur, dass es den anderen gut geht. Schutztüren werden im Notfall aktiviert. Mit meinem Generalschlüssel kann ich sie bestimmt steuern. Rekruten, kriegen bei euch Generalschlüssel? Nicht ganz. Gib mir eine Sekunde. Komm schon. Ich könnte vielleicht mit der Tür helfen, wenn die Handschellen weg wären. Vorschrift 3b. Niemals Fesseln entfernen. Komm schon. Du brauchst meine Hilfe. Nein, du bist mein Gefangener. Und ich hab's im Griff. Offensichtlich. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und hier durch gibt's bestimmt keinen Weg? Ich hab hier das Sagen. Als leitender Offizier... Leitend? Du meinst wohl Einziger. Ist dasselbe. Nee, hier ist nix. Wir müssen wirklich hier raus. Ja, würde ich auch mal sagen. Bist du okay? Ja, alles gut. Und du? Ja, bestens. Okay, hier lang. Sollten wir nicht nach oben gehen? Zurück zu den anderen? Ich habe ein bisschen zum Einsammeln. Oh, was zur... Soll das ein Witz sein? Ganz ruhig, du schaffst das. Habe ich schon erwähnt, wie praktisch meine Jetstiefel jetzt wären? Okay, ich krieg das hin. Ich will ja nicht hetzen oder so. Passt. Geschafft. Hör bitte auf, rumzuhampeln. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Ja, geschafft. Hier durch.
Gute Arbeit. Danke. Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova-Kadett-Arschretter. Okay. Peter. Okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Hörst du mir zu? Erstmal die schlechten Neuigkeiten. Dann fang mal mit den schlechten an. Deine Freunde wurden ins Gefängnis gebracht. Und was sind die guten Neuigkeiten? Sie sind nicht tot. Einer von ihnen ist anscheinend sogar richtig aktiv. Das ist wahrscheinlich Rocket. Gefängniszellen machen ihn nervös. Wo willst du denn jetzt hin? Ich sehe nur nach, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem, Feuer. Ich habe hier immer noch das Sagen. Aber natürlich. Komm, dahinter sind wir sicher. Flak! Die Rohre müssen geborsten sein. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu rufen? Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle Sorgen. Die Tochter des Captains wird vermisst. Die Tochter des Captains ist eine Korpssoldatin. Hilf! Ganz vorsichtig. Da, siehst du? Mach dir keine Sorgen um mich. Das machen hier schon genug Leute. Übrigens, ich finde, du machst das toll. Kein Offizier, der mich jemals verhaftet hat, war besser. Versuchst du gerade ernsthaft, dich von mir wegzuschleichen? Vorhin hast du zu mir gesagt, du machst das toll. Du machst das ja auch toll. Top 5 der Offiziere, die mich jemals verhaftet haben. Cool. Würdest du mir dann bitte denselben Respekt erweisen wie jedem anderen verhafteten Offizier? Oh. Das ist genau das, was ich... Neues Outfit für Star-Lord. Ah, nehmen wir mal das. Komm, was soll's. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber egal. Komm. Mache. Was soll's. Laufen wir mal mit dem Outfit rum. Unglaublich. Ja, das höre ich oft. Trägt dieser Roboter etwa Make-up? Was? Oh, ja. Das ist It. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind meine Freunde, glaube ich. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben. Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Warte kurz. Okay, wow. Er ignoriert mich einfach und kriecht in eine Sackgasse. Zu deiner Information. Da hinten ist eine Fluchtluke, durch die ich problemlos entkommen könnte. Aber aus Respekt vor deiner Autorität will ich sie ignorieren und dir folgen. Vorschrift 2b. Gefangene müssen die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Weiß deine Mom, dass du hier unten spielst? Wahrscheinlich nicht. Aber was soll ich denn sonst machen? Es gibt keine anderen Kinder an Bord. Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mein Dad kannte ich nicht. Woher genau kennst du meine Mom? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nikki. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Das ist ein neuer Tiefpunkt, Peter. Selbst für dich, Peter. Das ist eine Sperrzone, Peter. Ja, das ist sie. Okay, wir sind fast da. Fast wo? Wart's ab. Oh, das Upgrade ist so geil, ey. Nur zur Erinnerung, nur eine von uns kennt den Weg hier raus. Dem mir nicht aufgefallen. Das ist so geil, ey. So geil.
warte kurz. Zurück, Pirat. Ha? Wow, okay. Soll das ein Witz sein? Versuch, Schritt zu halten. Das ist eine Sackgasse. Glaub mir. Natürlich glaub ich dir. Offensichtlich. Ist das auch einer deiner Bots? Ihr Name ist Joe Kester. Sie ist auf Beobachtungsposten. Invasoren, Eindringlinge, Gefangene, die sich ständig entfernen. Echt jetzt? Wenn das ein Versuch ist, vom Schiff deiner Mom zu fliehen, muss ich es wissen. Denn ich wäre vielleicht super interessiert. Oder auch nicht. Wir müssen nur unbedingt dafür sorgen, dass es nicht nach Entführung aussieht. Was? Nein! Versprich mir nur, dass du wirklich niemandem von diesem Ort erzählst. Oh, wow! Lach nicht. Nein! Ich find's cool. Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Es ist so viel besser als das Gefängnis. Wir bleiben nicht hier. Ich muss nur nach Ultimo sehen. Deine Gyros waren durcheinander. Lass dir Zeit. Ist das deine Mom? Wie sie im Alleingang den Krieg gewinnt? Ich weiß natürlich, dass sie das nicht allein geschafft hat. Nein. Der letzte Vorstoß war eine gewaltige Teamanstrengung. Warst du dabei? Ich habe die Kriegsbemühungen anderweitig unterstützt. Als Pirat? Quasi als Freibeuter. Der guten Variante der Piraterie. Ist das Krela? Ja. Ist aber schon alt, Kinderkram. Das könnte ich heute viel besser. Nein, das ist gut. Morbide, aber gut. Hey, das ist der Merkur, stimmt's? Aha. Es soll die große Schlacht darstellen, bei der Mom dabei war. Du hast gesagt, dass du auch dabei warst. Oh ja. Deine Mom steckte in der Klemme, bis ich und die Ravagers auftauchten. Du solltest das unbedingt ändern. Du willst, dass ich dich reinmale? Im Interesse der historischen Korrektheit. Was haben wir denn hier? Ein Universalübersetzer. Ob der auch Groot spricht? Wow. Ob wir damit dann Groot verstehen? Wie geil. Neues Wächter-Sammelobjekt gefunden. Geil, Mann. Wenn das funktioniert, können wir Groot verstehen. Nur damit das klar ist. Wie geil. Du erzählst niemandem von diesem Ort. Ja? Man hat mir schon viel vorgeworfen, aber Verrat gehört nicht dazu. Obwohl, das stimmt nicht. Verrat gehört total dazu. Was? Außergewöhnliche Umstände. Ich habe das Gefühl, du würdest dich gut mit Rocket verstehen. Oder aber überhaupt nicht. Eins von beidem. Das Waschbär-Ding? Ja, der macht da einen netten Eindruck. Ich meine nur, weil er auch so begeistert von dem ganzen Tech-Zeug ist. Können wir hier rein? Hey, geheimes Zeug. Zutritt verboten. Keine Erwachsenen. Schon klar. Wie auch immer, ich bin hier fertig. Wir sollten wahrscheinlich zurückgehen. Scheiße, ich konnte mit Niki reden. Ich kenne das, wenn deine Mom überreagiert. Ich bin nämlich kein Kind mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Hätte ich mal erst mit ihr geredet und dann... Wieder kriechen, Scheiße. Yay. Ach, verdammt. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Falls du doch ein Gespräch mit meiner Mom führst und ihr in dem Gespräch zufällig auf mich kommt... Kein Problem. Corell wird erfahren, was für einen super Job du gemacht hast. Nein, ich meine, danke. Aber eigentlich muss Mom nicht erfahren, dass ich überhaupt im Hangar war. Ich hab dich also nie gesehen? Ganz genau, mich nicht. Mein Generalschlüssel nicht. Vielleicht hast du von Nikki Gold gehört und dass sie cool ist. Aber mir nicht. Wir sind fast am Aufzug. Das Ziel ist erreicht. Brauchst du Hilfe? Ja! Geschafft! Mom? Ich kann's erklären. Nikki. Mir geht's gut. Mom, wirklich, alles okay. Kaum ein Kratzer. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Schleißt dich mit einem Arresttrupp raus, treibst dich mit Kriminellen Angeblich herum. Angeblich Kriminellen. Du wärst fast gestorben. Ist dir klar, wie viel Hausarrest das bedeutet? Mom, du hattest mir mehr Freiraum versprochen. Dazu gehört nicht, meine Offiziere zu belügen.
oder hinter meinem Rücken rumzuschleichen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn da irgendein Schiff in die Luft fliegt. Sperrzonen heißen nicht ohne Grund Sperrzonen. Du behandelst mich wie eine Gefangene. Du bist ein Kind. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, oh. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns. Lasst uns mal tief durchatmen und uns eingestehen, dass wir alle Fehler gemacht haben könnten. Löscht das Feuer und sichert den Hangar. Ja, Commander. Und findet heraus, warum das Shuttle explodiert ist. Der große Einiger Raker zeigt sich nicht sehr kooperativ. Dann zwingt ihn dazu. Und ihr zwei kommt mit mir. Ich wusste, dass du überreagierst. Du reagierst immer über. Hier, frag Peter. Er findet das auch. Ach, sag bloß. Ist das so? Ich vermute, Peter hat Blödsinn geredet. Das passiert ihm häufig. Also schlage ich vor, du hörst nicht auf ihn, sondern darauf, was ich dir sage. Nur damit du es weißt, Nikki hat mir den Arsch gerettet. Sie hat sich super geschlagen. Du kannst wirklich stolz auf sie sein. Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Oberes Stockwerk, Quartier des Captains. Na endlich! Abriegelung. Abriegelung eingeleitet. Was, willst du uns umbringen? Theoretisch gehen diese Türen erst auf, wenn ich es sage. Ja, ich weiß, was Abriegelung heißt. Das glaube ich dir nicht, denn irgendwie umgehst du jede Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff und ich will wissen, wie. Oder du zeigst es mir. Mom. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Hey, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in einem Aufzug festsaß. Das war mit einer Shea-Braut, die war echt heiß. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie war wirklich bezaubernd. Könnte mich bitte irgendwer hier rausholen? Keiner kommt hier raus, ehe du mir sagst, was ich wissen will. Du weißt doch schon alles. Nein, eben nicht. Ich weiß nur, dass du Gefahren anziehst. Und dass du dich immer wieder in Sperrzonen auf dem Schiff herumtreibst. Ich bin klein. Okay? Und ich passe überall durch. Damit kommst du aber nicht durch die Security. Oder die Kontrolle an der Hangarbucht. Oder die Sprengtüren der Wartungstunnel. Nicht unterstützen. Weißt du noch, dieser komplette Systemausfall? Ja. Ja, überall war die Security lahmgelegt und... Nein, war sie nicht. Also mir kam's so vor. Unterstützt du gerade ernsthaft die Lügen einer 12-Jährigen? 12? Oh wow, ich dachte, sie ist mindestens 16. Peter! Was denn? Sie kannte sich bestens aus. Sie ist ein cleveres Mädchen. Zu clever, sie umgeht immer die Security. Oder hast du neuerdings eine Stufe 6 Freigabe für mein Schiff? Dachte ich mir. Nicolette Gold, leer mal deine Taschen. Nein. Leer du doch mal deine. Ich habe immer noch Gefühle für dich. Wie bitte? Also nicht. So Gefühle. So Gefühle halt. Naja, die Explosionen, du und ich, was wir durchgemacht haben. Damals im Krieg. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Jetzt geht es aber wieder. Toll, wirklich. Kann ich jetzt weitermachen? Mom, glaub mir. Ich verberge ehrlich nichts. Das würde ich nie tun. Fortsetzung folgt. Abriegelung Ende. Abriegelung deaktiviert. Und... kann ich jetzt bei der Hangarsicherung helfen? Nein, du gehst in dein Quartier und da bleibst du für die nächsten 30 Rotationen. Aber Mom, ich... Und wenn du willst, auch 30 Zyklen. Tja, harter Tag, hä? Gesprengte Shuttles, Unbefugte in der Quarantänezone, ein vermisstes Kind. Du hast ja keine Ahnung. Chewie. Ich kann nicht glauben, dass du ihn noch hast. Wahnsinn, dass er Merkur überlebt hat, gefühlt 1000 Grad da. Und gefühlte 1000 Zyklen her. Du kannst ihn von mir aus behalten. Ist ja deiner. Ich hatte ihm gesagt, dass er auf dich aufpassen soll. Das soll er mal schön weitermachen. Vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast, wie es aussieht. Nicke ist 12 und das mit uns war vor 12 Jahren.
kommen. Nimm mir das, nicht nachrechnen. Andererseits sollte ich von rechts wegen Chewie fragen. Er ist ein erwachsener Wookie und alt genug, das selbst zu entscheiden. Okay. Er sagt, es ist okay. Und, wie geht's dir? Alles gut? Peter. Als wir dein Schiff aufgegriffen haben, da war ich irgendwie aufgeregt. Also anfangs. Aber du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Kein Stück. Du bist noch genauso. Ich hab mich verändert. Ich zahl die Strafe auf jeden Fall. Gib mir 3 Zyklen. Dann beweise ich dir, dass ich nicht mehr... Such dir aus, wie du den Satz beenden willst. Du willst 7000 Units bezahlen? In 3 Zyklen? Wow, also... Okay, das ist eine Menge Geld. Weißt du, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht... Die Strafe ist nicht verhandelbar. Mein Suchtrupp hat eine bedenkliche Menge verbotener Tech gefunden, die lag in deinem Schiff rum. Mit 7000 Units Strafe für unerlaubtes Betreten. Okay, okay. Du kriegst dein Geld pünktlich, gar kein Problem. Alles klar. Diese Wächter der Galaxienummer, die steht so kurz vor dem großen Durchbruch. Und wenn ich diese blöden Handschellen nicht anhätte, dann würde ich dir zeigen, wie kurz genau wir davor stehen. Das werde ich ganz bestimmt bereuen. Ach komm schon, wann habe ich dich je? Du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche es dir. Du hast 3 Zyklen, Peter. Nicht 4, nicht 5, 3. Sag Bescheid, wenn du die Units hast. Und was, wenn nicht? Dann deaktiviert der installierte Chip euer Schiff. Und ihr kommt ins Gefängnis. Verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Verdammt, Peter! Du solltest die Sache doch regeln. Hab ich doch. 7000 Units, das sind 7000 Units? Das ist eine gewaltige Summe. Wo sollen wir in 3 Zyklen so viel Geld herkriegen? Wir könnten mal wieder eine Bank ausrauben. Okay, wir müssen Strafe zahlen. Und wenn wir das nicht innerhalb von 3 Zyklen hinkriegen, schaltet unser Nova-Tracking-Teil die Triebwerke ab. Aber immerhin sitzen wir nicht in einem Gefangenentransporter. Noch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Du bist Rex der Zerstörer, Mann. Du hast Thanos getötet. Heißt es? Haut dich so ein bisschen Bußgeld etwa um? Und Gamora, du bist praktisch eine MI6-Agentin, nur schärfer. Und cooler. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jetzt kommt's. Rocket, Mann, du bist ein Genie. Der gerissenste Kerl, den ich kenne. Aus wie vielen Gefängnissen bist du schon ausgebrochen? 7. 7. Ich bin Groot. Du bist Groot. Leute, wir sollten doch als Team denken. Wir müssen nur mal eruieren, wie pleite wir wirklich sind und dann einen Plan machen. Checkt mal eure Quartiere. Sucht zwischen den Sofakissen, guckt in der Werkstatt nach. Wenn noch irgendwo Units rumliegen, sammelt sie ein. Ich durchsuche auch mein Quartier. Na dann. Darum pennt man nicht mit Bullenquill. Jetzt haben sie mir mein Schiff vermint. Mein Schiff. Okay, das Outfit geht echt gar nicht. Das sieht scheiße aus. Kapitel 3. Der Preis der Freiheit. Es ist allgemein bekannt, dass Naga Hamster, Nüsse, gestohlene Technologie, Units. Okay. Erstens bin ich weder ein Hamsterer noch ein Naga. Ich weiß, du hast ein verstecktes Lager. Ich suche dein Quartier nach Units. Da gibt's nichts zu holen. Groot hat alles auf Contraxia ausgegeben. Und den Rest habe ich Quill und Gamora für den Zugangscode zur Quarantänezone gegeben. Wer's glaubt? Warum nervst du nicht jemand anderem? Das will ich auch. Ah, das Gerät, was wir gefunden haben, liegt bei Rocket drin. Öffne diese Tür. Ich weiß, dass du da drin bist, intelligenter Baum. Warum sieht dieses Ding? Ich gehe auch nicht in deine Kabine und grab dein Zeug an. Was? Du hackst mein Visor und baust eine Anzeigetafel ein, während ich schlafe. Hey, das war was anderes. Ich habe ihn verbessert.
Weißt du im Übrigen, dass du schnarchst? Drax ist schon schlimm, aber wow. Quill, damit solltest du zum Arzt gehen. Du klingst wie ein Torg. Ich schnarch? Gar nicht. So laut. Ja, okay. Was ist das überhaupt für ein Ding? Sieht aus wie ein Facehacker aus Metall. Das ist ganz klar eine Wirbelsteuereinheit. Ja, klar, natürlich. Was frage ich auch? Ein Wirbelsteuer-Dingsbums. Also damals auf Halbwelt haben die Kree-Wissenschaftler uns Supersoldaten damit kontrolliert. Sie haben einen fetten roten Knopf gedrückt und zack, Gehorsam eingeschaltet. Heiliger Mist. Rocket. Wie viele von euch Supersoldaten waren da auf Halbwelt? Als die Kree anfing, vielleicht so 100. Als ich getürmt bin, nur noch mich und Lila. Sie war die Erste, die die Steuereinheit überlebt hat. Und Lila war auch ein... Was? Ein Waschbär? Oder ein Nicht-Waschbär? Das ist so. Sie hatte Angst vor ihnen und durch die Steuereinheit waren wir gehorsam. Also, ich war gehorsam. Oh, das klingt furchtbar. Unvorstellbar. Also tat ich, was ich am besten kann. Ich schaffte es, die Steuereinheit zu überlasten. Und als die Blauhäute uns rausließen, boom, ha, sprengte ich ein Loch in die Laborwand. Aber wir wussten nicht, also ich wusste nicht, dass das Labor von Wachbots geschützt wurde. Am Sicherheitszaun gab Lila mir Deckung und ich habe die Modulatorfrequenz gehackt. Und als der Zaun sich öffnete, hat sie mich durchgeschoben. Ich habe sie sterben hören. Oh, Rocket. Ist jetzt egal. Vergangen ist vergangen, stimmt's? Und das ist nur eine Erinnerung. Boah. Kree-Wissenschaftler? Was genau haben die Kree mit dir gemacht? Sie haben mich auseinandergepflückt und immer wieder neu zusammengesetzt. Immer und immer wieder, bis ich dieses halbfertige Ding war, das sie formen und kontrollieren konnten. Oh, Rocket, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja, dass das Kree-Reich verzweifelt war, aber... Stell dir vor, du verlierst jede Kontrolle über deinen Körper. Hast ständige Schmerzen, bist in dir selbst gefangen und tust furchtbar schlimme Dinge. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Diese Steuereinheit hat dafür gesorgt, dass ich tat, was die wollten. Oh ja, ob ich wollte oder nicht. Eine niedliche, kleine, pelzige Killermaschine. Mir war schnell klar, es ist besser, nicht dagegen anzukämpfen. Okay, dann schießen wir das Ding aus der Luftschleuse. Mit einem Mittelfinger groß an die Mistkerle, die es gebastelt haben. Ich bin noch nicht bereit, mich von diesem Teil von mir zu trennen. Vielleicht irgendwann. Bist du wirklich sicher, dass du es behalten willst? Was ist, wenn... Mich kontrolliert? Ich habe vor langer Zeit beschlossen, Quill, dass mich nie wieder irgendwas oder irgendwer kontrolliert. Für mich ist das bloß noch ein nützliches Stück Tech-Schrott mit schlechten Erinnerungen. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, Rocket. Im Ernst. Boah. Das Gespräch war jetzt heftig. Alter. In Starlocks Quartier gehen wir gleich rein. Gehen wir mal bei Gamora. Hey Gamora? Du sollst doch anklopfen. Was machst du da? Du sollst nach Geld suchen. Hab ich. Und? Ich hab keins. Und was soll das mit den Puppen? Liegt dir was an deinem Leben? Ist das eine Fangfrage? Okay, ja. Prinzipiell hänge ich am Leben. Gut. Dann tu so, als hättest du nichts gesehen und verschwinde. Sehen wir uns in der Lounge? Raus. Claro. Ich sag es zum letzten Mal. Öffne diese Tür. Das merke ich mir, Baum. Bei Drax ist nichts. Okay. Peter Quill. Befiehl dem Baum, diese Tür zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass der Nager in der Latrine Junins versteckt hat. Sicher hat er seinen Komplizen einen Teil abzweigen und vor uns verbergen lassen. Alles klar. Ich sehe mal nach und sag dir dann, ob irgendwas faul ist. Akzeptabel.
Gut. Alles okay da drin? Könntest du vielleicht kurz die Tür öffnen? Ist das meine Zahnbürste? Na toll. Jetzt brauche ich eine neue Zahnbürste. Ah, jetzt können alle wir mit Drax gehen. Die ich finde, gehen direkt an dich. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. Tja, du nimmst die Wo-sind-noch-Units-Geschichte wohl ziemlich ernst, oder? Das ist eine ernste Sache. Ja, ja, verstehe ich total. Keiner von uns will wieder ins Gefängnis. Ich habe keine Angst vor dem Gefängnis. Oh, gut. Ich nämlich eigentlich auch nicht. Quasi. Im Kiln war ich umgeben von Verbrechern, Mördern und Dieben. Das war eine harte Schule. Mördern und Kopfgeldjägern traut man nicht. Okay. Wow. Und an die eigene Nase hast du dir schon mal gefasst? Die fühlt sich normal an, wieso? Das ist so ein Erdending. Ich meinte, du bist ein verurteilter Massenmörder und ich selbst war Pirat. Wir sind nicht gerade Vorzeigebürger. Du und ich, wir halten Wort. Das kann ich nicht von allen hier behaupten. Vielleicht irrst du dich in ihn, Drax. Aber das weißt du erst, wenn du ihnen eine Chance gibst. Wir werden sehen. Okay. Ey, lass mich raus. Lass mich raus. Okay. So. Bluebird, hörst du mich? Ich weiß, du denkst, ich hätte dich verkauft und... Gamora, ich hab nur... Mit wem redest du da? Was ist dein Bluebird? Das, war Yondus Rufname. Er war Bluebird und ich war The Kid. Nur damit ich's richtig verstehe... Yondu Udonta, Anführer der Ravager-Weltraumpiraten, Geißel des Sirius-Systems und berühmter Schurke, benutzte den Rufnamen Bluebird? Er hat das sogar hinten auf seine Jacke stecken lassen. Großartig. Ja, es war großartig. Eigentlich von Anfang an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Terraner und Centaurianer sind nicht gerade Nachbarn. Das war auf Chitauri Prime. Nach etwa 3 Jahren meiner Strafe. Moment. Yondu war ein Kriegsgefangener? Ich dachte, die Ravagers waren neutral. Das waren sie. Aber dann auch wieder nicht. Die Ravagers hatten einen simplen Kodex. Bestiehl jeden. Yondu sagte, dadurch wären sie neutral. Waren sie aber nicht. Ich erinnere mich an einige Überfälle auf Chitauri-Transporter, als ich noch... Du weißt schon. Sie griffen genauso viele Schiffe des Widerstands an, bis einmal ein Chitauri-Kreuzer mitten im Kampf vor ihnen aus der Tarnung kam und... Yondu auf Chitauri Prime endete. Mit dir. Nach unserem Ausbruch hätte er mich auf einer Raumstation zurücklassen können oder mich auf der nächsten Nova-Corps-Basis absetzen. Hat er aber nicht. Stattdessen lud er mich ein, den Ravagers beizutreten. Du warst lange bei ihnen. Muss dir also gefallen haben. Ja. Als Ravager hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dazuzugehören. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Mir ging's genauso, als ich mich Richard Ryder und dem Widerstand anschloss. Als hätte ich endlich Kontrolle darüber, wer ich sein wollte. Ja, genau. Die ersten Jahre war es... Es war, als wäre ich dieser sehr großen, völlig dysfunktionalen Familie beigetreten. Und wenn ich das so höre, war Yondu damit mein... Weltraum-Dad? Es hätte schlimmer sein können. Yondu und ich waren Zellengenossen. Seine ersten Worte, als er in meine Zelle kam, lauteten: Junge, mach bloß keine Freundschaft. Ich bin nämlich nur wegen des Essens hier. Und das Essen war ein ziemlicher Fraß, also... Ja, das klingt nach Yondu. Er war nicht mein erster Zellengenosse. Keiner hatte lange durchgehalten. Die Chitauri haben diese Gladiatorenkämpfe und... Du hattest dich an den Tod gewöhnt. Das weiß ich nicht. Aber ich rechnete nicht damit, dass jemand durchhält. Außerdem hatte ich damals noch kein Übersetzungsimplantat.
hätte genauso gut allein sein können. Aber Yondu, er konnte tatsächlich meine Sprache. Er bot sich als Dolmetscher an, im Austausch für Extraration. Ein Trickser. Selbst in diesem schlangverseuchten Höllenloch. Damit hatten wir eine Gemeinsamkeit. Ich hatte seit dem Tag meiner Ergreifung nach einem Fluchtweg gesucht. Ich brauchte nur jemanden wie Yondu, um es möglich zu machen. Und wie seid ihr entkommen? Sagen wir, es war zu gleichen Teilen simpel, kompliziert und irgendwie peinlich. Aber am Ende übergaben wir einen Transporter voller gestohlener Vorräte direkt in die Hände des Widerstands. Für ordentlich Units, möchte ich wetten. Jedenfalls gab es danach kein Zurück mehr. Ich war ein Ravager. Falls es dich nicht stört, würde ich jetzt gern ein bisschen allein sein. Oh, ja, klar. Wir sehen uns. Geil. So. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich? »37 Units?« »Scheint, wir haben 6.963 Units zu wenig, wenn wir unser Schiff behalten wollen, Peter Quill.« »Ja, ich weiß, wir brauchen dringend einen Plan.« »Dann zieh meinen ersten Vorschlag in Betracht.« Oh, »nicht schon wieder Fin Feng Foom.« »Doch, ich schlage vor, wir jagen Fin Feng Foom.« »Drax, es gibt viel leichter verdiente Kohle. Was kriegt man für Gamoras Kram?« »Was?« Ach komm, du stapelst diesen ganzen komischen Schnickschnack, seit du zu uns gekommen bist. Ich meine, erzähl uns nicht, der wäre nichts wert. Die Quarantänezone war immer sie nur lässt eine uns hängen. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf gar keinen Fall. Auf das Makro-Stern. Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfere. Bring uns zu dem majestätischen Berg. Ja toll, wirklich sehr einfach, mein Freund. Dort besiegen wir den nicht heute. Vielleicht hören wir Rockets einfach mal zu. Da draußen gibt's einen Haufen Irre, Quill, und die zahlen eine Menge Geld für so schräges Zeug. Nein. Angenommen, meine Sammlung ist wirklich was wert. Wir finden niemals so schnell einen Käufer. Naja, und selbst wenn, bringt das nicht so viel ein, wie wir brauchen. Und das Allerwichtigste. Jedem, der versucht, irgendwas von mir zu verkaufen, werde ich im Gegenzug irgendwas Wertvolles abschneiden. Vielleicht sollten wir ein anderes Vorgehen in Erwägung ziehen. Yep. Wie die Ergreifung des berüchtigten... Nein! Ich bin Groot. Ich bin Groot. Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamoras Schnickschnack an Fin Feng Foom verkaufen, das ist brillant. Tja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass Lady Hellbender nur Monster kauft und du bist nun mal leider kein Monster. Ist doch so, er ist der Netteste und... Ich bin Groot. Nein, kannst du nicht, du bist ein miserabler Schauspieler. Ich bin Groot. Ach ja? Du willst Monster? Dann zeige ich dir Monster. Wow, Leute! Groot, bietest du wirklich an, dich... Nein, er bietet hier überhaupt nichts an, okay? Es könnte funktionieren. Groot verkaufen? Danach könnten wir ihn wieder raushauen. Absurd. Die Lady will etwas, das ein Monster in sich trägt. Der hässliche Zwerg da wäre die perfekte Wahl. Er ist gemein, sadistisch, seine Seele ist schmutzig und voller Zorn. Für so einen würde die Monsterkönigin gut bezahlen. Meinst du? Und wie gut? Wie kannst du da mitspielen? Weil ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was er nicht ist. Ich bin Groot. Ich stimme für Groot. Ich bin mir sicher, Lady Hellbender würde ihn kaufen. Ja, von mir aus. Ich stimme für mich, nicht für Groot. Ich stimme auch für das biestige Pelztier. 2-2. Peter? Uff, okay. Groot oder Rocket? Nehmen wir Rocket. Innerlich ist Rocket definitiv furchteinflößender.
Das können wir Groot einfach nicht antun. Andere sind ihm völlig egal. Gut, jetzt haben es alle geschnallt, Quill. Der Punkt ist doch, du würdest gut durchgehen als Monster. Und wir brauchen deinen taktischen Verstand, um dich rauszuholen, wenn du erstmal drin bist. Aber um 100% sicher zu sein, du wärst damit echt einverstanden? Soll das ein Witz sein? Das kann ich dir ewig unter die Nase reiben. Dann machen wir es also. Verkaufen wir ein Monster. Ja, Rocket war schon die bessere Wahl als Groot. Es heißt, das Wetter auf Sacknaff 9 spiegelt stets die Laune seiner Herrscherin. Nein, so ticken Frauen nicht. Das Wetter auch nicht. Außerdem sieht's bestimmt schlimmer aus, als es ist. Da! Das ist Lady Hellbenders Festung. Näher ran, Quill. Ich habe keine Lust, noch ewig zu latschen. Ja, kein Problem. Du fliegst in die falsche Richtung. Das nennst du fliegen? Ganz ruhig, Leute. Nur eine kleine Justierung. Kinderspiel. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? So können wir alles ausspähen, bevor wir die Transaktion abschließen. Es sind dann die 100 Klicks bis zu ihrer Basis. Ausspähen ist eben mein Ding. Nope, okay. Nächstes Mal fliege ich. Monster fliegen keine Schiffe. Ich verlasse Monster die Milano. Monster machen, was sie wollen. Ich bin... Mensch, jetzt die Tür ist doch schon wieder auf. Das hilft uns nicht. Zu machen. Im Gegensatz zu deinen ständigen Beschwerden. Tja, du beschwerst dich darüber, dass der Kleine sich beschwert. Wir beschweren uns alle. Nee. Zufrieden. Da ist das Lama. Du bist viel zu weich für ein monstergroßes Mädchen. Doch, das bist du. Was für ein Lama, ey. Ah, da liegt da das Ding, was wir gefunden haben. Sieht kaputt aus. Vielleicht kann Rocket den reparieren. Ich bin Groot. Groot, alte Hütte, ich wollte nur mal nachsehen, ob alles okay ist. Und, danach sieht's, ja, aus. Okay. Ich bin Groot. Mist, dieser Übersetzer ist kaputt. Ich hatte gehofft, er hätte auch Groot im Speicher oder sowas. Ich bin Groot. Dann könnte ich's auf meinen Übersetzer downloaden. Ich würde gern öfter deine Meinung hören, ohne dass sie immer, naja, Rocket gefiltert wird. Ich bin Groot. Wobei, warte mal kurz. Hey, Rocket! Was? Kannst du mal kurz rüberkommen? Was willst du, Quill? Ich bin beschäftigt. Guckst du mal, ob dieser Übersetzer Groots Sprache drauf hat? Hat er nicht. Du hast nicht mal geguckt. Muss ich auch nicht. Das ist billiger Mist ohne Sondersprachenpaket und selbst wenn, wäre da nichts mehr zu machen. Wirklich? Moment, ist auf deinem Übersetzungsimplantat Groots Sprache installiert? Sehe ich etwa aus, als würde ich in Units schwimmen? Nur verflagt reiche Leute können sich so ein Sprachpaket leisten. Dann sprichst du also tatsächlich Groot? Talonisanisch? Ja, spreche ich. Einigermaßen. Ich und Groot waren 10 Jahre lang Kopfgeldjäger, bevor du aufgetaucht bist, Quill. Wenn man so lange zusammenarbeitet, kommt das irgendwann von ganz allein. Ich bin Groot. Du nennst es Missverständnisse, ich sage Interpretationsspielraum. Ich bin Groot. Nichts schiefgegangen. Diese Jobs haben wir gar nicht gebraucht. Ihr habt also mit der Zeit gelernt, einander zu verstehen. Gut, es gibt auch ein Wörterbuch, was aber nicht sonderlich hilfreich ist, wenn deine gesamte Sprache klingt wie Ich bin und Groot. Es gibt also noch Hoffnung. Ich bin Groot. Naja, ich hatte nicht immer ein Übersetzungsimplantat. Bevor ich die Erde verlassen habe, bin ich mal in Spanisch durchgefallen. Obwohl mir Spanisch auch nichts genützt hätte bei all dem hier. Ich bin Groot. Mann, die ersten Jahre... Weißt du, wie schwer es war, sich durchzuschlagen, ohne ein Wort von dem zu verstehen, was die Leute reden?
Die Hälfte der Sprachen hier klingt wie ein weißes Rauschen, kranke Vögel oder ledierte Theremits. Ich will gar nicht wissen, wie Rocket in Wirklichkeit klingt. Glaub mir, das Fernsehen hat mich auf die Realität im Weltraum kein Stück vorbereitet. Ich bin Groot? Ehrlich, Mann. Du kannst froh sein, dass du Rocket hast. Ich meine, ich weiß, wie das ist, von Leuten umgeben zu sein, die einen alle nicht verstehen. Dabei kann man sich ziemlich einsam vorkommen. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Und das warst du doch bestimmt auch. Also vor Rocket und uns. Ich bin Groot. Ich sag das wahrscheinlich viel zu selten. Aber du bist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Ich kann mir die Gärtner der Galaxie ohne Groot gar nicht vorstellen. Und wer weiß, falls es deine Sprache für dieses Ding gibt und Rocket sie irgendwie runterladen oder hacken kann, Ich bin Groot. Es wäre schön, endlich mit dir reden zu können. Also richtig, schön, dass wir drüber geredet haben. Ich bin Groot. Großartig! Cool! Ah, das wäre schon geil, mit Groot reden zu können, ey. Übrigens, ich halte den Verkauf des Zwergs immer noch für eine schlechte Idee. Ich bin Groot. Nein, wir sollten nicht gehen, wir müssen. Das ist was anderes. Ich bin Groot? Das ist süß, aber wir wissen beide, dass du kein Geld für einen Regenschirm hast. Hoffentlich ist deine Jacke wasserdicht. Es heißt, weiche Körper sind auf Sekhmaf 9 nicht lebensfähig. Bin gespannt, wie du dich hältst, Peter Quill. Natürlich muss es regnen. Okay, let's go. Auf wir geht's. Brauchen Units. Denn wenn ich die Lama bin. Okay, weiter. Hab ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Regen hasse? So weit ist Helven das Schloss doch gar nicht weg. Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher ran! Das überlegen wir uns dann unterwegs! Okay. Da gibt es nichts rauszuziehen. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Hellbender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles Händlerkostüm. Sowas gibt's gar nicht. Oder? Der Umstand, dass du nicht sicher bist, lässt tief blicken. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier mache ich erstmal Schluss. Das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Marvel's Guardians of the Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Haut rein, Zuckerboy, Game Over. Ciao.